Moment, die machen auf jeden Fall normal. Ja, und dann gibt es natürlich Permadeath, ne? Dauerhafter Tod. Wir können ja in dem Spiel Leute rekrutieren, wie wir lustig sind. Aber wenn die dann tot sind, sind die tot. Das kann man aber anscheinend auch ausmachen. Ich bin ehrlich gesagt dafür, dass wir das anlassen. Ja, das bringt eine gewisse Würze ins Spiel. Hinweise hat keine Auswirkung auf den Multiplayer, der interessiert mich sowieso gar nicht. Und wir wollen mal anfangen. Wir haben ja schon richtig, richtig spät hier, hör mal. Dauerhafte, ja, ist okay. Gerne höre ich von euch im Chat, ob der Sound gleich in Ordnung ist oder nicht. Weil auch der Sound in dem Spiel ist ein bisschen merkwürdig balanciert. Die Stimmen. Achso, ich spiele ja mit Controller. Ja, ich spiele übrigens mit Controller. Mit meinem schönen PlayZ-Controller. Der funktioniert ganz gut mit diesem Spiel. Ich finde, das ist ein Controller-Spiel. Ja, wir fahren mit dem Auto durch die Gegend. Zielen ist jetzt erstmal sekundär oder Aiming. Deswegen sollte das mit dem Controller besser funktionieren. Was war ich am Erzählen? Ich war irgendwas am Erzählen. Die Stimmen in dem Spiel sind zum Beispiel viel zu übersteuert, viel zu laut. Die habe ich ein bisschen runtergedreht. Die Hintergrundeffekte waren entsprechend leise. Ich hoffe, mit dem Sound werden wir keine Probleme haben. Ubisoft. Wer hätte es gedacht? Ach, London, was für eine Stadt. In jedem Winkel steckt Geschichte und ein Tourist, der sie fotografiert. Pubs servieren ein Pint und ein Lächeln. Und die Musik, Theater, die Kunst. Multikulturalität. Und die älteste U-Bahn der Welt, die Tube. Eine Stimmt sogar. erstklassige Stadt. Erste Sahne. Älteste und Sie größte. aufzubauen, dauerte nur 12.000 Jahre und nur eine Nacht, sie einzureißen. Spielt natürlich in der Zukunft, ich schätze mal so in der nahen Zukunft. Wir haben schon Hologramme und so ein Kram. Überall sind Drohnen. Dalton. Wie ist der Status? Barrierensicherheit ist aus, aber viele deiner fliegenden Freunde sind hier. Verdammte Scheiße. Dalton, die Zeit drängt. Ja, Ma'am. Sabine? Okay. Ubisoft präsentiert. Also ich habe übrigens beim Testen alle Cutscenes übersprungen. Keine Ahnung, wer diese Personen sind. Weißt du, womit wir es zu tun haben? Wärst du nicht davongestürmt? Vielleicht. Nie daran gedacht, diese Dinge den Behörden zu überlassen? Ernsthaft, Bagley? Die Regierung würde uns eher wegen Hilfeleistung verhaften, als mal was Nützliches zu tun. Wir sind auf uns gestellt. Vorsicht, Dalton. Bagley, ist da Besorgnis in Sabines Stimme? Klasse, den Computer über Gefühle befragen. Das erklärt einiges. Klappier 2 und an die Arbeit. Okay, Bagley scheint ein Computer zu sein oder eine KI. Erinnert mich ein bisschen an die Stimme an C3PO von Star Wars. Also den Abschnitt habe ich schon gespielt. Moment mal. What? Geh auf, Mann. Was ist jetzt los? Okay, es geht direkt los. Ich glaube, ich hätte schleichen sollen. Ben. Das tat dir mehr weh als mir. Schleiche ich nochmal? Ja, genau. So, schleichen. Tu uns einen Gefallen und sei leise, Dalton. Wenn sie mich nicht erschießen, erschieße ich sie nicht, okay? Also, wenn die dich erschießen, hast du sowieso gar keine Risse mehr. Aber gut. Also wie gesagt, Watch Dogs, ich denke mal, ihr werdet wissen, wie Watch Dogs aufgebaut ist, von der Grundstruktur. Open World, bisschen wie GTA, aber halt mit Hacken im Vordergrund, als Feature. Die Schläge hören sich eher an wie so ein Beat, oder? Als wie Schläge? Kommt mir das nur so vor? Jetzt über Kopfhörer höre ich das jetzt richtig.
Dubliner Tinte, moin. Ein Beatboxer. Ey, Eiswolf. Jetzt hast du aber wieder mal einen rausgehauen. Ein Beatboxer. Ich habe ja schon, mein Titel ist ja schon eine Hommage an einen Spruch von dir. Mit Jack the Ripper, sozusagen. Und weil das ja in London spielt, ne, dachte ich mit Jack the Ripper, komm, passt ganz gut. Aber Beatboxer finde ich jetzt echt... Wie kommst du darauf? Wir haben hier jede Menge Deadsec-Zeug. Was glaubst du wohl, warum? Was? Wie haben sie das denn in die Finger bekommen? Kommst du auf so Sprüche? Keine Ahnung. Aber jemand möchte, dass es so aussieht, als sei Deadsec hier gewesen. Shit. Du musst verflucht vorsichtig sein. Wer sind diese Typen in Schwarz überhaupt? Nicht zu identifizieren. Ich nehme an, das ist Absicht. Okay, dieser Abschnitt ist sowieso nicht repräsentativ für das eigentliche Gameplay. Leck mich doch. Hier sind überall Sprengladungen. Ui. Dieser Kanister. Berkeley, ist das... Ach so, genau. RTX-Stickstoff. Genug, um das Parlament dem Erdboden gleichzumachen. Nicht RTX? Hast du den Zünder, Berkeley? Eventuell. Da ist ein Gerät, das verdammt viele verschlüsselte Daten aus dem Stockwerk über dir streamt. Das passt. In die Klöten. Bin unterwegs. Hey, ich hab den nur abgelenkt. Und um die Bomben haben sie Deadsec-Propaganda hinterlassen. Diese Wichser wollen das Parlament sprengen und es uns anhängen. Daraus wird nichts, wenn du zuerst beim Zünder bist. Die schlagen aber richtig zu hier. Beatboxen. Ja, die haben hier überall Sprengstoff verteilt, wie man sehen kann. Und die Deadsec, so Deadsec-Logos und so auch, ne? Verteilt im ganzen Raum. Dass das so aussieht, als wäre es Deadsec gewesen. Deadsec kennt man ja noch aus dem ersten und zweiten Teil. Das ist diese Untergrundorganisation, die gegen dieses Kontrollstaat-System vorgehen will. Wie so eine Resistance. Aber mit dem Unterschied, dass wir in dem Teil hier keinen Hauptcharakter haben, keinen Protagonisten. Sondern wir können einfach Leute rekrutieren, ja. Wir können quasi jeden spielen, jeden Passanten. Bis auf ein paar Ausnahmen, glaube ich. Direkt im Unterhaus. Wer diese Männer in Schwarz auch sind, sie müssen Eier haben, sie mitten in der Regierung zu platzieren. So, deaktiviere den Zünder. Also bis jetzt läuft ganz gut. Hab den Zünder gefunden. Er ist definitiv scharf. Berkeley, ich werde dir Hilfe brauchen. Ja, richtig. Aber ich bin ausgesperrt. Fuck. Ohne Berkeley haben wir keine Chance. Wartet. Ich habe eine Notlösung. Wir haben sowas trainiert beim MI5. Du bist wirklich der Hammer. Ist der Hammer. Beeil dich damit. Gut, Berkeley, mach dein Ding. Bin dran. Und die Bomben wurden gerade scharf gemacht. Tja, das könnte kompliziert werden. Scheißdreck. Kannst du sie entschärfen? Klar kann ich das. Oder ich löse noch eine Ausfallsicherung aus und jag dich hoch. Sei gewarnt. Du solltest mit ein wenig Aufmerksamkeit rechnen, Dalton. Oh, da wäre ich drauf. Besuch an der Hintertür. Oh. Shit. Dalton, wir kriegen hier im HQ Besuch. Wie lange brauchst du, Bagley? Hängt davon ab, wie oft du... Ach, in deren HQ. Alles klar, Leute. Augen auf, Waffen raus. Hier geht's gleich rund. Fuck. Ja, diese Klischee-Hacker-Optik. Sie sind da. Ich halte sie auf. Warum jetzt die Gasmaske? Er muss hier irgendwo sein. Überlebe den Hinterhalt. Ballern, ja? Oder was? Ja, Schüsse, okay. Oh.
Ich hab was abbekommen. Was Neues, Bagley? Sagen wir einfach, ich bin sowohl beeindruckt als auch verärgert, wie ausgefeilt diese Eingriffssicherung ist. Ich arbeite daran. Bagley, sag mir, dass du nah dran bist. Ich bin durch die Sicherheitsvorkehrung und arbeite mich jetzt durch die Terabytes von Lockvogelcode auf der Suche nach der Zündersequenz. Oh, Munition habe ich ja genug. Ich schieße jeden Moment dazu. Ein halbes Magazin verballert. Fuck, nur noch ich. Nur noch du, Baby. Ich komm nicht weg. Okay, das Schießen funktioniert schon mal ganz gut. Ist fast schon zu einfach irgendwie. Aber okay, ich will mich nicht beschweren. Problem, Dalton. Ich brauche deine physischen Anhängsel. Sofort. Aha. Also. Was ist? Links befinden sich drei Einschübe. Einer davon ist der Empfänger. Du musst den Leiterdraht ziehen. Willst du mich verarschen? Nein, will ich nicht. Zieh den Draht. Oh nein, bitte kein blauer Draht. Wenn mich das hochjagt. Da habe ich noch ein Bomber von Dings. House on the Hill. Bomben entschärft. Na, das war doch nicht so schlimm, oder? Bagley, du Mistkerl. Ich hatte fast einen verdammten Herzinfarkt. Hey, was zum Geier sehe ich da gerade? Offenbar ist das Parlament nicht das einzige Ziel. Weitere Bomben wurden eben aktiviert. Sieh her, Bagley. Scheiße, wir müssen die Leute warnen. Die Orte müssen evakuiert werden. So sieht's aus, Tinte. Sie sind in ganz London verteilt. Wir haben keine Zeit. Aber meine Schwester ist bei der Toran-Konferenz. Wir müssen etwas unternehmen. Ich habe einen Sender auf dem Dach entdeckt, der ein Signal an die anderen Bomben sendet. Wenn du ihn erreichst... Kann ich alle abschalten. Sabine! Fuck! Dalton, sie haben uns! Los, aufs Dach! Der sagt auch Sabine. Ich habe jetzt irgend so eine englische Version davon erwartet. Sabine oder irgend so. Sabine, was ist los? Wir werden überfallen. Das reinste Blutbad. Laut Protokoll muss alles gelöscht werden. Auch Bagley. So. Ich brauche ihn für den Sender. Ich weiß. Aber wenn sie ihn kriegen, haben sie alles. Namen, Operationen, Positionen. Ja. Okay, dann mache ich es auf die altmodische Weise. Lösch ihn. Ja, lösch mich. Na los, Sabine, und dann verschwinde da. Lösch mich. Okay. Bagley ist aus. Du bist auf dich allein gestellt. Wow. Wird es schon Falle? Nicht. Was? Falle? Wir sehen uns am Treffpunkt. Oh. Versprochen. Viel Glück. Du sollst nicht in Deckung gehen, Mann. Du sollst boxen. Die Schläge klingen total merkwürdig, oder? Alle scharf machen. Aha. Nachladen mit Dreieck. Hab ich auch lange nicht mehr gehabt. Wenn überhaupt. Big Ben. Was? Nein. Gut gemacht, Dalton Wolf. Ich überhalte uns. Zero Day? Wer zum Teufel seid ihr? Du glaubst immer noch, du rettest London. Ich fürchte, das wird nicht passieren. Du hilfst uns.
bei einer wichtigen Aufgabe. Wichtige Aufgabe? Das Töten tausender... Ui. Ganz genau. Ui. Um die Welt zu retten. Du weißt, dass es schon immer Opfer gab. Die Pest, das große Feuer, der Blitzkrieg. Nicht sehr schön. Aber Zerstörung ist immer die Heilung. Und sie beginnt heute. Zero Day. Da waren mehrere. Ach du Scheiße. Zeit für einen Neustart. Oh mein Gott. Einfach mal abgeknallt. Okay. Okay. Eine Serie von Explosionen, drei Orte in London. Die Bevölkerung wird gebeten, zu Hause zu bleiben, bis die Situation wieder unter Kontrolle ist. Die Zahl der Opfer wurde noch nicht offiziell genannt, es wird aber davon ausgegangen... ...haben sich heute Abend Menschen zu Mahnwachen versammelt, um den Verlust tausender Familien und unserer ganzen Stadt zu betrauern. London setzt jetzt alles daran. Ja, heute auch wieder Messerangriff in Paris gewesen. Nigel Cass, CEO des privaten Militärunternehmens Albion, die Sicherung Nizza, London zu betragen wurde. Cass schwor, Dad's Acting festzumachen. Die Terrorgruppe, die hinter den 8 Demonstrationen nutzte, Albion modernste KI-Systeme und autonome Drohnen, um die verbliebenen Mitglieder von Dad's Act zu jagen. Eine Warnung an potenzielle Aufrührer. Unternehmen Großbritanniens melden Rekordprofite dank erhöhter Effizienz in Produktion und Vertrieb, die durch ursprünglich für Sicherheitszwecke entwickelte Technologien erreicht werden konnte. Der positive Trend aufgeräumt, die Zahl der Verbrechen ist stark am Sinken. Glücksspiel, Drogenhandel und Prostitution gehen zurück, seit die Anführer von 4 der 5 größten Verbrecherkartelle Londons angeklagt wurden. Die Straßen in Camden und Brixton. Das Mandat wurde von Seiten der Regierung unbefristet verlängert und das Leben normalisiert sich allmählich. Ausgangssperren und Reisebeschränkungen wurden dank automatisierter Kontrollpunkte... Der Bericht ist der Trafalgar Square aktuell nicht Schauplatz größerer Aufstände. Die Gerüchte in den sozialen Medien werden ausländischen Kräften zugeschrieben. Albion hat die wenigen Störenfriede... Die Öffentlichkeit vor dem Umlauf von Fake News warnte... wurden im Internet kursierende Verschwörungstheorien, der Terroristengruppe DedSec seien die Anschläge nur angehängt worden, klar zurückgewiesen. Wir konnten nicht einen Londoner finden, der diese Behauptung vor der Kamera wiederholen wollte. Die Fakten sprechen in diesem Fall eben einfach für sich. Das heißt, die glauben, die Bevölkerung glaubt nicht wirklich, dass das der Zeck war. Teile der Bevölkerung. Ich muss ein Team zusammenstellen, aber allein kann ich der Zeck nicht hochfahren. Sehen wir in London CTOS nach, wer verfügbar ist. Ach ja, CTOS, genau, das ist das Betriebssystem. Das ist das Betriebssystem quasi von der ganzen Stadt. Ich bin Claire Waters und wir reden diese Woche auf Buccaneer Radio über die Hacktivisten und angebliche Terrorgruppe DedSec. Wie geil der sich steuern lässt. Colin, was meinst du dazu? Alter, super geschmeidig das Teil. DedSec verhaften und sie in den Knast werfen sollen. Jetzt finde ich, man sollte sie einfach abknallen. Findest du es nicht etwas seltsam, dass sie als Verantwortliche hingestellt werden, ganz ohne Beweise? Sieh dir Turan an und unsere Stadt. Brauchen wir mehr Beweise? Nun, Colin, sieh dir doch mal ihre früheren, allesamt gewaltfreien Aktionen an. Wie geil ist diese Spinne? Albion hat in den letzten Monaten mehr Leute ins Krankenhaus gebracht als DedSec jemals. Riecht nach Sündenbock. Jetzt ruft Emily uns an. Emily, was hältst du davon? Du hast absolut recht, Claire. Die Regierung gibt DedSec die Schuld, um den Anschein zu wahren, dass sie alles unter Kontrolle hätten. Also ein bisschen sie Jump'n'Run haben keine Ahnung, wer hinter den Anschlägen steckt. Aber das klingt medial nicht so gut, oder? DedSec ist ihnen ein Dorn im Auge. Leute, sagt mir übrigens Bescheid, falls meine Stimme zu leise ist oder das Spiel zu laut. Angie, du bist jetzt dran. Was meinst du zu der Sache? Ich denke, das war DedSecs wahres Gesicht. Schrecklich, dass wir diese Gefährder jahrelang so vernachlässigt haben. Terroristen in unseren eigenen Hinterhöfen. Hast du mehr Angst vor DedSec als vor den verschiedenen Londoner Gangs? Was? Etwa Clan Kelly? Clan Kelly brennt vielleicht einen Laden nieder oder tötet gezielt. Aber niemals würden die das Parlament in die Luft jagen.
Als nächstes Crypto King. Fühlst du dich mit Pseudonym sicherer? Ja, unbedingt. Jeder sollte doch seine Identität schützen. Gerade jetzt, wo wir wissen, wozu sie fähig sind und wie weit sie für ihre Ziele gehen. Warte mal, meinst du die Regierung? Behauptest du etwa, dass die Regierung für die Anschläge verantwortlich ist? Oh, glaub mir, Claire, sie waren es nicht allein. Alle stecken mit drin. Die Regierung, Albion, Sirs, Bloom, Sky-Scheiß Larsen und die gesamte Downing Street. Sie wollen, dass wir Angst haben, wollen unsere Gedanken kontrollieren. Was war jetzt Bloom nochmal? Bloom ist, glaube ich, die Firma, die Scheiße, CTOS ist noch betreibt. Als ich dachte. Dieses Sicherheitsbetriebssystem. Ist hier noch jemand? Du bist Kontakt. Wohl der Zacks letzte Hoffnung. Wähle deinen ersten Agenten, Susanna Grabowski, Fußballspielerin. Schaffte es trotz Knöchelbruch bei einem Marathon ins Ziel. Nimmt weniger Schaden an, körperlich fit. Keith Donnelly, Geldfälscher, wurde wegen, eine Pistole, okay. Sindhu Iqbal, Komponistin, stellt gefälschte Gutscheine her. Biografie. Gehalt 21.700, ich hoffe mal, das ist das Jahresgehalt, ansonsten bin ich neidisch. Kofi Yeboah, Spieleentwickler, okay. Wurde nach dem Hacken von MMO-Servern von Albion kontaktiert. Was? Man sieht sogar die Bekanntschaften und so ein Shit. Und was ist sein Drohnenruf? Also jeder hat so seinen eigenen Chamani, Sivabalan, Barkeeperin. Nimmt weniger Schaden. Kürzere Teamverhaftungszeit. Investor Sam Robinson. Peter Patil. Der Peter, der alte Patil. 173.400 Gehalt. Okay, wir gehen wahrscheinlich echt vom Jahresgehalt aus. Der hat ein Motorrad, okay. Genetiker. Der hat eine MP oder die. Michelle Nielsen. Lauren Bose, Aktivistin. Extra Fraktionsschaden. Eigener Sportwagen. Amy Dev. Solomon Cube. Blitzhack. Boah, ich habe keine Ahnung, wen ich nehmen soll. Ich bin natürlich gerne bei dem, weil der einfach fresh aussieht. Aber der hat ein eigenes Motorrad. Bekanntschaften mit einem Anwalt. Liebhaber, ausstehende Abschiebung. Seine Bekanntschaft. Komm, wir nehmen mal den. Der ist relativ bare bone. Bau dein Team weiter aus, indem du neue Mitglieder rekrutierst. Das machen wir. Okay, und schon bereue ich es. Chris. Egal, wir haben ja Permadeath haben wir ja an. Wenn wir wollen, dass der verreckt, dann verreckt er. Auf ewig. Ex-Bock-Tis. Okay. Schön, dich lebendig zu sehen. Wenn du noch entschlossen bist, der Zack braucht dich. Ich schick die Koordinaten unseres letzten Verstecks. Triff mich dort. Okay. Ablenken. Okay. Komm mal rein hier in den Laden. Ach so. Ich bin direkt mal von der falschen Seite eingestiegen. Stimmt, wir sind ja in England. Also, wo muss ich hin? Dahin. Autopilot? Autopilot aktiviert. Nee. Was macht der? Ich werd gerade von alleine. Das ist mir schon zu langweilig. Keine Geduld. So, gelber Punkt. Fahren wir mal erstmal hin.
Finde den Eingang zum Versteck. Okay. Mission Nummer 1. Auto ist sehr flott. Finde ich schon mal nicht schlecht. Das ist hier übrigens mit Raytracing gemeint. Dieses Raytracing, ey. Machen die da voll den Hype drum. Hier, das ist mein Auto. Dass ich mich jetzt quasi in der Spiegelung vom Fenster sehe, ja? Weiß nicht, ob man das im Stream sieht. Oder dass ich da unten an der Pfütze... Okay. Sorry, dass ich hier was erklären wollte. Sorry. Alter, der geht ganz schön ab, der Wagen. Ah, ich hab eine Hupe. Das hier... sind anscheinend so Checkpoints. Okay. Ich merke gerade, ich fahre falsch. Kann man mich da nicht hin navigieren? Ist das zu viel verlangt? Befolgung aus. Hey, Wegpunkt. So. Geht doch. Sieht ganz nice aus. Es läuft bei mir sehr flüssig, aber ich sehe im Stream dann manchmal so wieder ein bisschen stuttery. Das liegt an der Streaming-Software. Ich verstehe nicht, warum der das macht. Aber manchmal stottert der so ein bisschen. I don't know why. So ungewohnt, ne, wenn der rechts ein- und aussteigt. The Carls, the Earls Fortune. Okay. Da wollen wir mal rein. Ich habe einen Patch auf deine Optik geladen, damit du auf unser Sicherheitssystem zugreifen kannst. Es ist so eingestellt, dass ich jemanden, der nicht zu der Zeck gehört, nicht einfach reinlassen kann. Du musst es manuell außer Kraft setzen. Eine manuelle Überbrückung zu einem Geheimgang? Wenn ich nachher Knoten hacken darf, geht mir einer ab. Stottert er denn wirklich? Du müsstest mal einen Clip machen. Ja, ja, ich nehme das ja sowieso alles auf, nebenbei. Ich schaue mir das ja alles an. Und hin und wieder stottert der tatsächlich, ja. Also in der Preview auch. Im Spiel, also null. Ne? In der Preview auch und ich weiß nicht, im Stream schätze ich mal auch, oder? Bei euch am Endgerät. So, jetzt gerade stottert der. Was absolut keinen Sinn macht. Weil der zeigt mir bei OBS auch 60 Frames an. Keine Ahnung. Eben letzteres bezweifle ich. Ich weiß gar nicht, was ich als letzteres gesagt habe. Kriegst du nicht mal eine Dose Nostmar? Es ist dort nicht so wie hier, es ist eine Lachnummer. Aber kann ich nicht beurteilen. Schaue. Ach so. Okay. Ist merkwürdig. Ich check's auch nicht, ehrlich gesagt. Also der macht das auch bei Spielen, die jetzt nicht so hardwarehungrig sind. Es kann wirklich nur an der Preview liegen, aber naja. Es ist halt immer so ein Dings, weißt du? So ein unruhiges Gefühl. Wenn man im Augenwinkel dann dieses Stottern sieht. So, was muss ich jetzt hier machen? Achso, dieses hier drehen. Oh Gott. Diese Minigames. Jetzt erinnere ich mich. Jetzt erinnere ich mich. Du gehörst zu Sabine, stimmt? Dann sehen wir uns später unten. Zieh dir eine Dose Noss rein. Noss? Oh. Okay. Sieh mal an. Sesam, spreiz die Beine. Was meinst du mit Clip? Also, wenn du den Clip machen würdest, würdest du den Stream sehen, möglicherweise aber ohne die Belastung für deinen PC. Das tatsächliche Streambild.
Also wie gesagt, ich nehme das ja alles auf, ne? Als MP4. Oder der wandelt das in der MP4 um. Und da schaue ich mir das ja alles nochmal an. Hey, jemand da? Wo ist der Lichtschalter? Falls du das meinst. Versorge das Versteck mit Strom. Machen wir. Kann ich auch schneller? Nimmst du es unabhängig von Twitch auf? Ja. Ich lade das ja alles bei YouTube auch noch hoch. Aber wie gesagt, mit der Hardware hat das, glaube ich, nichts zu tun. Also, dass die überlastet ist oder so. Weil der macht das auch bei so einem Spiel wie Little Nightmares oder, keine Ahnung, House on the Hill neulich. Was ja wirklich nicht hardwarehungrig ist. Interagieren. Achso. Erstmal Strom oder was? Hä? Okay, das war jetzt merkwürdig. DedSec-Registrierung erkannt. Identifiziere dich oder ich verriegele die Ausgänge, hacke deine Optik und lese dir jede Mail vor, die du jemals besoffen verfasst hast, bis du elendig verhungerst. Okay. Nein, bloß nicht. Oh, Sabine schickt mich. Sabine lebt. Das ist eine gute Nachricht. Ich bin Beckley, DedSecs definitiv nicht gestohlener, fortschrittlicher KI-Assistent. Und ich war wohl ein paar Monate außer Betrieb. Warum verbindest du mich nicht mit dem DedSec-Netzwerk, damit ich mächtiger werde, als du dir überhaupt vorstellen kannst? Ich meine, damit ich rausfinden kann, was ich verpasst habe. Hat er aber nochmal gut die Kurve gekratzt. Ah, ich bin wieder im Netzwerk. Lade unsere Datenbanken und Nachrichtenarchive runter. Oh nein. Terrorgruppe DedSec verantwortlich für Bombenanschläge in London. Dalton Wolf ist tot. Da lasse ich euch ein. Diskette. Das ist echt mal ein Relikt. Das ist ja heute schon ein Relikt. Eine Sekunde allein und ihr verkackt es sofort. Blöde Frage, aber wenn DedSec nicht hinter den Anschlägen steckt, wer dann? Ich habe... Eine Erinnerungslücke, nachdem Dalton... Na gut, seien wir ehrlich. Nachdem ich die Bombe beim Parlament entschärft habe. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, nachdem ich offline war. Bisher kann ich nur sagen, dass eine unbekannte Hackergruppe namens Zero Day beteiligt war. Ich glaube, Zero Day hat die Anschläge... Okay, das ist mal ein sehr freundlicher... Oh, sorry, ich muss mir kurz einen Clip angucken, Leute. Ja, ich nehme das ja sowieso alles auf, nebenbei. Was ist das denn für ein Typ? Mute den mal. Doch, man sieht einen stottern. Das ist, wenn du mein Gameplay sehen würdest, tatsächlich auf dem PC, das ist ein großer Unterschied. Ich meine, es ist guckbar, auf jeden Fall, aber... da ist irgendeine Einstellung, irgendwas ist da noch nicht richtig, Eiswolf. Und ich habe mir schon so viel gegeben, so viel Info, so viel Input. Ich habe sogar rausgefunden, dass mein, also es gab so einen Typen in so einem Forum, der hat gesagt, das kann an der... Die Schuld in die Schuhe geschoben. Das kann an der Refresh-Rate vom Monitor liegen. Und der meinte, stell dein Dings so ein, dass das konform mit dem Monitor ist. Und mein Monitor hat 60 Hertz, ja? Jetzt nichts Wildes. Und dann habe ich das auf 60 Hertz eingestellt. Und dann hat er mir einen Link geschickt, wo drauf stand, teste die tatsächliche Refresh Rate von deinem Monitor. Und die von meinem ist 59,996 und nicht 60 glatt. Entsprechend musste ich auf 59,996 runterschalten. Aber... Ich habe alles versucht, unterm Strich. Und dann weißt du ja, dass wir es auch sehen. Verbinde jetzt.
jetzt mit Sabine Brandt. Das ist nicht gut. Ich schlage vor, du hörst dir gut an, was sie zu sagen hat. Da bist du ja. Schön, dass du hier bist. Bagley. Gott, es tut gut, deine nervige Stimme zu hören. Ist dein Speicher intakt? Nicht annähernd. Die letzte Aufzeichnung ist die Razzia im Hauptquartier. Meine einzige Spur ist eine Gruppe namens Zero Day. Klingelt da was? Nein. Aber die Angreifer beim HQ waren Männer in Schwarz. Dieselben wie beim Parlament. Vielleicht Komplizen. Wir hatten keine Chance. Sie schossen alles, kurz und klein. Holy shit. Wie hast du es rausgeschafft? Nicht wirklich. Ich floh durch die Kanalisation nach Camden. Ein Kontakt brachte mich aus der Stadt und ich wollte damit eher nur sagen, dass ich so deep war. Dein Profil ist im städtischen Überwachungssystem als vorrangiges Ziel markiert. Schon bei einer Teilidentifizierung würde man dich sofort erschießen. Dadzeg ist aktuell so beliebt wie ein französisches Fußballteam. Das ist cooler Scheiß, aber tja, auch ein großes Risiko, oder nicht? Hör zu, wenn jemand die Risiken kennt, dann ich. Ich habe alles und jeden verloren. Am Ende sieht es so aus. London ist auf dem Weg zur Hölle. Und wenn Dadzeg das nicht ändern kann, glaub mir, dann kann's keiner. Die Stadt braucht einen Widerstand. Und er beginnt mit dir. Der arme Peter. Da hat er sich aber was angetan. Mach ich was vor. Klar, legen wir los. Großartig. Neuer User registriert. Willkommen bei Dadzeg. Okay, wir sind also die letzte Hoffnung. Interessant. Es wäre unverantwortlich, unser Skill ist ein Motorrad, nackt und schutzlos in die Welt rauszuschicken. Du findest im Versteck Ausrüstung, die für deine Dadzeg-Arbeit unerlässlich ist. Technik-Upgrades. Technikpunkte lassen sich überall in London finden. Benutze sie, um Technik-Upgrades zu kaufen. Geräte und Waffen im Technikmenü, um Geräte und Waffen und Hacks zu erhalten und zu verbessern. Technik ausrüsten, um Waffen oder Geräte eines Agenten zu ändern. Bearbeiten Funktion im Teammenü. Okay. Einmal erworbene Technik steht allen Agenten zur Verfügung. Das finde ich schon mal gut. So, Technik. Infiltrator Spiderbot, den fand ich eigentlich schon ganz gut. Was ist das? AR-Tarnung, die den Träger unsichtbar macht. Yes. Moment, wie viel hatte ich? Null jetzt, fuck. Und ich habe anscheinend 375... Jetzt mal, das steht für... Hat England inzwischen auch Euros? Ja gut, das kann ich eh nicht alles kaufen, von daher. Aber ich kann mir ja schon mal anschauen. Ah, okay, hier, das sind Waffen? Nee. Das hier sind Waffen. Die vier sind Waffen. Das sind Hacks. Das sind Upgrades und das sind Geräte. Elektroschockfalle, Kampf-Spiderbot, Elektrofaust, Raketendrohne. Alter, was geht ab? Ha. Team, natürlich nur der eine. Kann den anscheinend bearbeiten. Aber ich habe eh nichts am Start. Achso, doch. Tarnung. Frisch ergattert. Und was ist das da? Podcast. Ne, lass mal. Ich werde nie verstehen, warum die sich so viel Mühe geben, so Podcasts und so für so ein Spiel aufzunehmen. Das ist unsere Mission. Wir haben eine ausgeklügelte Methode, um deine Identität vor der Gesichtserkennungstechnologie zu verbergen. Man nennt sie Maske. Und wenn wir schon hier sind, könntest du auch deine Garderobe etwas auffrischen. Ich meine, schau dich doch mal an. Echt ausgeklügelt. So eine Maske. Shop. Kann man hier schon sein Real Money ausgeben, oder was? Also eigentlich gefällt mir mein Code. Maske. Ich finde die Gasmaske cool. What the fuck? Was ist das hier? Bin ich hier im Ersten Weltkrieg oder was los? Ach, das kostet ja alles. Das kostet 3700. What the fuck, man?
Beinbekleidung. Enger geht's nicht. Da ist Skinny Jeans ein Witz gegen. Ja gut, unsere Kleidung, die ist ja sowieso ein... Das ist ja eine Garderobe. Das ist ja kein zusammengewürfelter Mist hier. Oh, Masken. Ne. Die haben eiskalt Masken implementiert. R2-D2 triggert mich etwas. Ich habe ja eher an C3PO gedacht bei dem Typen. Vielleicht meinst du ja auch C3PO. Ja, gut. Jetzt all das schicke neue Spielzeug. Okay. Aber es ist auch wichtig, die Grundlagen zu kennen. Du musst lernen, wie man zuschlägt und wie man einsteckt. Albion dreht durch, wenn du mit einer Waffe ankommst. Boxring? Knall dich gnadenlos ab. Wir wollen Kollateralschäden vermeiden. Bei der Zack benutzen wir Waffen nur im äußersten Notfall. Hast du schon Connie Robin? Sind getroffen? Ihr gehört der Pub. Sie ist ein alter DedSec-Kontakt und eine ausgezeichnete Amateurboxerin. Geh zum Übungsring, dann zeigt sie dir, wie du dich behauptest, wenn dich jemand verprügeln will. Ich sammle die Dinger zwar ein, aber ich drück direkt weg. Ich habe keinen Bock, mir irgendeinen Podcast anzuhören. Weil ich schätze mal, das sind Collectibles. Was soll das denn jetzt hier darstellen? Man weiß es nicht. Fotoautomat. Oh. Das brauche ich jetzt gerade auch nicht, Leute. Ich will spielen, keine Fotos machen. Bin ich eh nicht gut drin. Das ist so typisch Ubisoft. Die glauben irgendwie so mit den Leuten, mit den Gamern sich irgendwie zu identifizieren. Ja, wir sind cool, wir zeigen Mittelfinger, wir sagen nur fuck you und so ein Kram. So typisch Ubisoft. Wir haben keine Ahnung, dass Gamer sich schon längst weiterentwickelt haben. Ich komme gleich runter, kann das Training brauchen. Nö, wir sind Rebellen. Hi, Pearly. Alles klar bei dir? Stimmt, das war ja der andere. Genau, R2-D2 war der. Jawoll! Wie sind wir da am Beatboxen? Du musst unter meinem Block durch. Finde meinen Schwachpunkt. Drücke Dreieck, okay. Ja, guter Schlag. Das war ein Tritt, aber okay. Du lernst schnell. Ich bin hier voll am Vermöbeln und sie so, ja, das machst du toll. Bam. Fuck. Was? Hat die jetzt voll Depp gesagt? Und jetzt Fußarbeit. Du musst Abstand gewinnen. Ah. Du lernst schnell. Jawoll. Richtig mit Ausweichen und so. Achso, besiegen direkt. Okay. Komm her. Das hat null mit Ubisoft zu tun. Hast du mal Ubisoft-Spiele gespielt? Achso, ich meinte Watch Dogs. Watch Dogs. Schon seit Teil 1. Okay. Ausrüstung bereit. Teil 1 ging eigentlich, aber seit Teil 2 ist das so. Du selbst in die Fresse haust oder erschossen wirst, weil du mit deiner Knarre rumfuchtelst? Klasse. Ich überlege mir, wie wir Zero Day finden und ihnen den Tag versauen. Aber für die Laufarbeit brauche ich jemanden, der auch laufen kann. Ich hoffe, du bist soweit. Wir müssen Schadensbegrenzung betreiben. Ich meinte nicht Ubisoft allgemein, ich meinte Watch Dogs natürlich. Sonst hätten die das ja auch in Assassin's Creed oder so implementiert. Du repräsentierst jetzt DedSec. So, raus hier. Ich will mal ein bisschen London unsicher machen. Mit meinen coolen Hacker-Kollegen. Was gibt's hier so? No more violent cops. Fascist scum. Okay. Fuck the police. Ja, ich meinte Watch Dogs, nicht Ubisoft.
Weißt du, so dieses Hacker-Getue und so Hacker. Ich finde so irgendwie die Stellen so, die versuchen sich so mit den Hackern, mit den Gamern zu identifizieren. Okay, cool. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Eins ist sicher. London ist besetzt. Bewaffnete Söldner patrouillieren auf unseren Straßen, angeblich um für Sicherheit zu sorgen. Aber in Wirklichkeit jagen sie den Leuten Angst ein. Ja, absolut. Genau das wollte ich auch sagen. Also, müssen wir in den Londonern den Willen zum Widerstand wecken, indem wir ihnen zeigen, dass Albion nicht die Lösung, sondern das Problem ist. Herr Mohammed, Maler bis 9 Uhr trinkt Alkohol mit Trevor Driscoll. Danke, Bagley. Ich sehe zwei Möglichkeiten. Dann müsste das ja Trevor Driscoll sein, ja, oder? Die Leute daran erinnern, tatsächlich. Dass Albion keine heilige Kuh ist. Lagergehilfe. Und zum anderen brauchen wir Infos über Albion-Operationen, wenn wir ihre Pläne vereiteln. Okay. Bist du dabei? Also Leute, ich kann die alle hier rekrutieren, ne? Klar doch, ja. Das macht mich kein bisschen nervös. Legen wir los. Ist ein Butler. Sollte ich auf jeden Fall direkt, oh, lass mich doch mal hier ein bisschen reden, Leute. Desmond Johnson, Autowäscher. Trinkt Alkohol mit Jason Cross. Jason Cross, Wartungsarbeiter. Trinkt Alkohol mit Desmond Johnson. Schwere Nahkampfwaffe vor Verfolgung verstecken. Besen, Mutterschlüssel. What? Was bist du für ein Hipster? Achso, das ist eine Frau. Stephanie Schreiber, Autorin, Amateur, Bärnackelboxerin. Was? Bärnackel? Das ist ja direkt mal die Creme de la Creme. Nathan Haruna. Albion Personalvermittler. Oh, der Typ, der hat richtig viele Skills. Aber der zeigt mir so einen roten Daumen nach unten. Rekrut speichern. Mach ich mal. Ich frag mich ja, ob der Paintball-Typ für Speedruns relevant ist. Patrick Peck. Knüpft Kontakte mit Kendra Simmons. Kendra Simmons. Was? Ist das hier meins? Boah, die sind hier aber ganz schön am Fluchen. Ich höre die ganze Zeit nur Wichser und Depp und Fick dich und keine Ahnung was. So, wir machen mal erstmal ein paar Missionen, Leute. So, was ist das? Wir machen mal erstmal keine Mission. Bärnackel-Liga. Mission gestartet. Nee, nein. Der Aufbau einer Widerstandsgruppe erfordert Agenten mit besonderen Fähigkeiten. Technisches Wissen, Waffengeschick und körperliche... Karte. Training sind allesamt wertvoll. Beim Bärnackelboxen findest du Leute, die ordentlich austeilen können oder einstecken. Besiegst du alle Gegner in einer Arena, kannst du dich ihrem Spitzentalent stellen. Beweise deine körperliche Überlegenheit. Vielleicht hat der Zack dann bald ein neues Mitglied. Das liegt sicher an euren Primateninstinkten. So ein bisschen wie bei Witcher 3, ne? War das nicht auch so? Ich fahre immer rechts. Boah, das wird ein Akt jetzt mit dem Linksverkehr aber hier. Moment mal. Egal, wir konzentrieren uns mal erstmal auf die ersten Missionen, weil erfahrungsgemäß schalten die ersten Missionen irgendwas Neues frei und irgendwelche Schlüsselfunktionen. Darauf lassen wir uns jetzt erstmal ein. Motorrad geht gut ab. Scheint elektrisch. Finde ich sehr gut. Schön grün. Hallo. Jack fährt auf dem Gehweg Motorrad. Auch Jack. Bin ganz schön am Fluchen. Das ist Jack Stoppelstandard. Doppelstandard. Ups. Wäre ätzend. Wobei in GTA fahre ich immer entgegen. Das stimmt. Das stimmt. Das heißt, wenn du hier im Gegenverkehr fährst, ist das nur ein Instinkt. Wenn du das bei GTA machst, ist es merkwürdig. beschaffe Daten. Okay, ich muss also da hoch.
Ah ja. Hier haben wir ein paar Gegner. Okay, unten. Oh, ich sehe gerade, ich verdecke. Moment. Ah, jetzt muss ich wieder. Es nervt mich. Jetzt sehe ich gar nicht, wie weit ich das verdecke. Aber ist auch egal. Ich glaube, so ist gut. So. Ja, so ist gut. Verdecke ich nicht den kompletten Radar, aber... Oder Minimap. Ne, da sieht man unten Sperrgebiet, wollte ich gerade sagen. Sperrgebiete sind gefährlich und sind auf der Minikarte markiert. Eindringlinge werden bei Sichtkontakt unmittelbar angegriffen. Kundschaften mit R3 kann man scannen. Möglichkeiten zum Kundschaften aufdecken, okay. Kapere Kameras und Drohnen, verwende Fallen. Gehe heimlich vor. Kämpfe aus dem Weg zu gehen, drücke L3, um in die Hocke zu gehen. Captains rufen Verstärkung, wenn sie dich entdecken. Versuche sie vorher auszuschalten. Aha. Captains haben so ein stelles Symbol. Albion hat jetzt eine Operationsbasis, also das heißt in den Royal Courts of Justice. Albion übernimmt also die Gerichte und plötzlich...